failed me for the last time. Der 1971 von George Lucas gegründete Konzern Lucasfilm wurde im Oktober 2012 für ca. 4 Milliarden US-Dollar an die Walt Disney Company verkauft. Somit gehörten alle Urheberrechte der Star Wars Saga, Star Wars The Clone Wars und einfach allem, was zum Konzern gehörte, Disney. Seit 2012 ist George Lucas also ein noch reicherer Mann und Disney kann mit Star Wars alles machen, was es möchte. Als George Lucas 2012 seinen Konzern verkaufte, zu dem auch 7 weitere Tochterunternehmen wie LucasArts und Lucasfilm Animation gehörten, gab auch die Rechte der Indiana Jones Reihe weiter, was kaum einer zu wissen scheint. Der Spiegel zitiert Lucas' Haltung zum Verkauf folgend: Star Wars wird sicher weiterleben. Es sei ihm wichtig gewesen, noch zu Lebzeiten für einen Übergang zu sorgen. Zu diesem Zeitpunkt hatte Disney schon genaue Pläne für die Fortsetzung der Star Wars Saga, deren Anfang wir ja schon ab Dezember 2012 sehen konnten. George Lucas konnte trotzdem Berater bleiben, bei Episode 7 The Force Awakens wurde er aber kaum beachtet. Durch den großen Deal wurde Star Wars als Filmreihe wieder zum Leben erweckt. Es gab nicht nur 6 Episoden und das war's, stattdessen werden bis 2020 insgesamt weitere 5 Filme erscheinen, wenn man Episode 7 dazu zählt, 6. 2017 kommt Episode 8, 2019 erscheint Episode 9. Dazwischen kommen diesen Dezember Rogue One, die Geschichte, wie die Rebellen die Pläne für den Todesstern erkämpften, ein Han Solo Spin-Off im Jahr 2018 und wohlmöglich ein Boba Fett Spin-Off 2 Jahre später, also 2020. Somit haben wir seit Dezember 2005 6 Jahre lang einen Star Wars Film jährlich. Zudem wurde Star Wars The Clone Wars abrupt eingestellt. Stattdessen wird seit 2014 eine neue Animationsserie produziert, Star Wars Rebels. Aber nicht nur das. Außerdem wurde ein neues System eingeführt. Alle Star Wars Inhalte fielen einer Unterteilung zum Opfer. Disney sortierte um, und zwar in Legends und in Kanon. Die meisten Star Wars Romane und Lexika wurden als nicht kanonisch erklärt. Das bedeutet, dass sie im Disney Star Wars Universum einfach sozusagen nie passiert sind. Ihre Existenz wurde aberkannt. Sie sind nicht existent, sie sind nie passiert. Alles, was als nicht kanonisch betitelt wird, gehört seit 2012 zu Legends. Ein paar berühmte Beispiele, die sozusagen nicht mehr relevant sind für Disney: die Bane-Trilogie, die ich selbst sehr gerne gelesen habe. Darth Bane an sich ist Kanon, da er auch kurz in The Clone Wars zu sehen ist, da die Serie sowie die 6 Filme Kanon geblieben sind. All seine Geschichten, seine Taten, seine Sith-Hinterlassenschaften aber nicht mehr, denn die wurden in seinen Büchern beschrieben, die aber nicht mehr Kanon sind. Es ist sozusagen nie passiert. Ebenso wie Darth Bane die Alte Republik. Die ist nie passiert, sie ist nicht von Bedeutung für die Disney-Saga. Jedenfalls das, was man aus Büchern, Lexika, Comics und so weiter kennt, die Legends sind. Viele haten diese Kanon-Kürzungen, wobei ich mir denke, dass Disney das doch nicht einfach so macht. Die machen das doch nicht, um die Fans gegen sich einfach aufzuhetzen. Die müssen doch irgendeinen Grund haben. Wenn man nicht so lange nachdenkt, sieht man doch sofort, warum die das machen könnten. Entfaltung. Mehr Freiraum für sowohl Drehbuchautoren der neuen Filme und der neuen Serie Rebels, als auch Autoren der neuen Star Wars Romane oder Videospiele. Es gab unzählbar viele fette Bücher und Lexika und Comics, die das Star Wars Universum auch noch weit über 100 Jahre nach den Ereignissen in Episode 6 beschreiben. In diversen weiteren standen sogar Geschichten, die über 25.000 Jahre vor den Ereignissen von Episode 1 passiert sein sollen. Das grenzt Disney natürlich im Entwicklungsprozess extremst ein. Sie müssten bei dem Schreiben von weiteren Episoden wie 7, 8 und 9 wirklich alle Lexika, alle Comics, alle Videospiele und alle Romane auswendig kennen, damit in ihren Filmen kein Paradoxon entstände. Sie müssten alles mit einbeziehen und einberechnen. Sie würden somit nie eine eigene richtige Geschichte erfinden können, da sie ja schon in den Romanen vorgeschrieben wäre. Wenn sie wieder Kultfiguren wie Solo, die Skywalker-Familie und so weiter bedient hätten, ohne einen neuen Kanon zu kreieren, würde jeder Kinogänger genau wissen, dass Han Solo zum Beispiel 3 Kinder hätte, einer von ihnen zur dunklen Seite übergelaufen wäre und dann getötet worden wäre, bla bla bla, kennt man alles. Viele Kinogänger wüssten auch, dass Chewie genau bei dieser bestimmten Handlung, an diesem bestimmten Ort, in diesem bestimmten Jahr sterben würde, weil es halt so im Buch steht. Falls er das Buch gelesen hat. Disney könnte natürlich auch total neue Charaktere einbauen können, die wirklich nichts mehr mit dem alten Star Wars zu tun hätten. Aber das wollen wenige, ich eingeschlossen, behaupte ich jetzt einfach mal. Die Skywalker-Familie ist eh unumgänglich, weil sie halt extrem wichtig für den gesamten politischen Ablauf der Galaxis ist. Das war ja George Lucas' Plan, als er noch das Sagen hatte. Man kann
die Skywalker-Familie nicht einfach als irrelevant darstellen, weil sie es einfach nicht sind. Also kam Disney zum Entschluss, den ich sehr nachvollziehbar finde, die Hauptgeschichte weiter bestehen zu lassen und weiter zu schreiben. Episode 1 bis 6 sind Kanon, der Rest, der Disney als zu viel erschien, wird einfach nicht mehr für ihre Filme beachtet. Er ist aber ja immer noch da. Die meisten Fans kritisieren natürlich erstmal diese Entscheidung. Man hört auch sehr viel über die Ablehnung von Rebels. Die Fans wollen The Clone Wars zurück, weil Rebels eben zu kindisch sei. Disney sei ja so kinderfreundlich, weshalb The Clone Wars abgesetzt wurde. Zu Rebels werde ich jetzt keine Meinung abgeben, weil ich einfach nichts zu sagen habe. Ich habe Rebels nie gesehen. Aber die Aussage, Disney würde alles verharmlosen und Star Wars nicht mehr als echte Science-Fiction-Reihe behandeln und nichts Dramatisches mehr einbauen, finde ich aber recht unschlüssig. Star Wars-Filme galten für viele Menschen schon immer als Familienfilme. Für jeden sollte was dabei sein. Jar Jar Binks wäre da ein Beispiel. Viele werfen Episode 7 auch vor, zu viele Witze und Situationskomik einzubauen. Dabei scheinen sie die Originaltrilogie aber zu vergessen. Da gab es auch Witze ohne Ende, denkt doch einfach nur an Han Solo. Über den Humor in The Force Awakens lässt sich streiten, was letztendlich eh zu nichts führt, weil das immer subjektiv bleiben wird. Jedoch kann man Disney nicht vorwerfen, nach der Übernahme von Lucasfilm Star Wars zu kindisch gemacht zu haben. John Boyega, der Finn spielte, sagte sogar aus, dass Episode 8 deutlich düsterer wird als alle anderen Star Wars Filme. Weniger Romanzen, weniger Kitsch. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Kylo Ren eine der gebrochensten und bemitleidenswertesten Figuren der Filmwelt werden könnte. Die Umsetzung seines Charakters interessiert mich zurzeit mit am meisten. Über ihn selbst habe ich auch mal ein Video gemacht, was ich von seiner Person halte, wie seine Figur geschrieben wurde. Könnt ihr euch mal ansehen, steht in der Beschreibung oder hier oben, wenn ihr rechts seht, im Infokästchen. Die komplette Zerstörung des Hosnian-Systems hat bestimmt auch eine sehr düstere Zeit in der Galaxis vorbereitet, woraus der Episode 8 Regisseur, nicht mehr J.J. Abrams, sondern Rian Johnson, sehr viel Nutzen ziehen kann, um der Star Wars-Saga einen sehr dunklen und bedrückenden Ton zu verpassen. Letztendlich eine kurze Zusammenfassung. Was genau hat sich nach der Übernahme verändert? Erstens, George Lucas hat kein Entscheidungsrecht bei der Produktion von Star Wars-Filmen. Das Canon Legends wurde eingeführt, etliche Bücher, Lexika, Comics und Videospiele, die vor 2012 veröffentlicht wurden, sind im Disney-Canon nicht mehr gültig. Bestimmte Werke fielen der Kanonkürzung nicht zum Opfer. Letztendlich kann man sowohl Legends als auch Kanonwerke erwerben, lesen und spielen. Star Wars The Clone Wars wurde abgesetzt, Star Wars Rebels wurde eingeführt. Episode 7, 8 und 9 werden produziert, außerdem ein Han Solo Spin-Off, ein Boba Fett Spin-Off und Star Wars Rogue One. George Lucas hätte das nicht mehr umgesetzt. Disney hat das in die Wege geleitet. Zum ersten Punkt, das Ding mit dem Entscheidungsrecht finde ich nicht ganz verkehrt. George Lucas hat eine sehr, sehr nice Idee in die Tat umgesetzt und eine der besten Filmreihen überhaupt erschaffen. Viele denken, er wäre da auch Regisseur gewesen, aber na, falsch Jungs. Er war lediglich Regisseur bei Episode 1, 2 und 3, was extrem viele Star Wars Fans abfuckt. Ich persönlich mag die Prequel-Trilogie sehr, die harsche Kritik an ihr ist für mich aber auf jeden Fall nachvollziehbar. Zu viel CGI und so weiter, das Thema ist so ausgelutscht, mehr brauche ich dazu nicht zu sagen. George Lucas ist ja cool und so, aber ich denke, er hat seinen Zenit bereits lange überschritten und es wurde auch mal Zeit, die Verantwortung für der Star Wars Saga an junge, aufstrebende, kreative und talentierte Leute weiterzugeben, die die Saga wieder aufleben lassen und alles aus einem etwas anderen Blickwinkel betrachten. Leute, die stumpf sagen, früher war alles besser und sich nicht auf Neues einlassen können, werden nie überzeugt werden können. Der zweite Punkt, das Canon Legends System. Dazu verstehe ich die ganze Kritik überhaupt nicht. Ich meine, was ändert denn diese Dekanonisierung? Ja, dann sind die Spiele und Bücher halt nicht mehr relevant für die Filme, aber juckt doch so hart. Es ändert doch nichts an der Tatsache, dass sie da sind. Ihr könnt sie immer noch lesen, spielen und kaufen, also was ist das Problem? Ja, sie gehören halt nicht mehr zum neuen Disney-Kanon, zum relevanten. Sozusagen. Also hat man jetzt einfach zwei Star Wars-Universen. Ist doch eigentlich noch geiler. Wenn du Star Wars 7 scheiße fandest, dann ist dein Lieblingsuniversum halt das Legends-Universum. Ist doch toll. Ich mag sowohl das Neue und bin gespannt auf die weiteren Ausgaben von Kanon-Büchern, Filmen und Spielen, feiere aber genauso die Sachen, die jetzt als Legends gelten. Euch kann doch scheißegal sein, dass irgendein hoher Kopf vom Disney-Konzern jetzt beschließt, dass euer Lieblingsbuch nicht mehr für die neuen Star Wars-Geschichten relevant ist. Es ist nämlich immer noch da und es könnte sein, dass die neuen Star Wars-Geschichten ebenso geil sind oder sogar besser. Bei Punkt 3 kann ich die Kritik aber auf jeden Fall nachvollziehen. Dass The Clone Wars abrupt eingestellt wurde, fand ich schade. Ich mochte die Serie sehr. Klar war, dass irgendwann ein Ende kommen musste, aber nichts überraschend und mitten in der Handlung.
Zusammenfassend denke ich, dass George Lucas das Richtige getan hat. Die Star Wars Saga weiterzurechnen, damit es immer weitergeht, feiere ich extrem, weil ich dann in 20, 30 Jahren einfach erzählen kann, dass ich bei den ganzen neuen Filmen bei der Premiere im Kino saß. Außerdem habe ich fast nirgendwo, wie bei Star Wars oder GTA-Trailern, dieses Gefühl, dass ich richtig gehypt bin. Man hat wieder Spaß an der Filmreihe und wenn der Verkauf von Lucasfilm nicht geschehen wäre, hätte ich vermutlich nicht mal meinen Kanal aufgemacht. Ich mag immer noch sowohl Kanon als auch Legends und finde die Unterteilung voll legitim. Also sie war vielleicht etwas zu hart, aber das ist auch nur subjektiv. Den Grund für diese schwere Entscheidung halte ich aber auch für sehr nachvollziehbar. Ich kann euch nur ins Herz legen, euch drauf einzulassen. Gebt den neuen Sachen mal eine Chance. Wenn ihr es dennoch nicht mögt, ist es auch nicht schlimm. Ihr habt ja immer noch die alten Legends-Geschichten und die alten Episoden, an denen ihr euch erfreuen könnt.